Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Zu Gast im Deutschen Schuhmuseum, Zu Gast in Hauenstein. Wir haben heute einen Gast, der sowohl mit Hauenstein als auch mit dem Fernsehen sehr eng verbunden ist. Herzlich willkommen, der ZDF-Intendant Markus Schächter. Hallo. Herr Schächter, Sie stammen aus einer sehr kinderreichen Familie. Sie haben, glaube ich, noch 5 Geschwister. Und mir wurde da etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. Es hieß, Sie mussten immer die Schuhe Ihrer älteren Brüder auftragen. Und die waren meistens auch schon ziemlich kaputt vom Fußballspielen. Mhm. Wie war der Zustand dieses Schuhwerks? Immerhin noch so, dass ich selbst noch Fußball spielen konnte damit. Aber das Aufwachsen in einer großen Familie war natürlich ein Glücksfall. 5 Geschwister zu haben, ist ein Reichtum, auch wenn es damals nicht jeden Tag als eine solche angenehme Konstellation empfunden wurde. Aus dem Nachhinein weiß ich, wissen wir alle, das ist das Einüben in eine vernünftige Form von Leben, die nur in einer Familie möglich ist. Familie heißt zusammenstehen, sich auch zusammenraufen, aber zu wissen, du bist nicht derjenige, um den sich alles dreht, sondern schau, dass das Wir gewinnt. Aber irgendwann war es dann doch soweit, dann haben Sie auch mal Ihre eigenen Schuhe und vor allem auch eigene Fußballschuhe bekommen. Erinnern Sie sich an die noch? War das ein Hauensteiner Fabrikat? Die ersten Schuhe waren ein Hauensteiner Fabrikat. Mein Onkel war Schuhfabrikant und er wusste, dass ich ziemlich genau eine Schuhgröße hatte, die der Schuhnorm entspricht, 37 und 41. Und ich hatte 37 und durfte dann tagelang anprobieren, dass auch die Leisten stimmen. Und als Lohn bekam ich neben 50 Pfennig auch ein paar Schuhe vom Onkel. Und war das dann für Sie ein ganz neues, besonderes Gefühl, zum ersten Mal wirklich eigene Schuhe zu haben? Ich glaube, dass wir als Hauensteiner die Schuhe immer als Werkzeug, nicht als Ausweis von Stolz oder von Schmuck, als Schmuck im Erscheinen, also das, was heute Schuhe sein können, sondern als etwas, was man braucht, was funktioniert, was eine ganze Zeit helfen soll und womit man, wenn die Gelegenheit sich ergibt, auch auf der Straße kicken kann. Das haben wir getan, bis zum Abwinken. Sie haben ja in der Ortsmitte gewohnt als Kind. Erinnern Sie sich noch an die Zeit der großen Schuhindustrie hier in Hauenstein, als dann beim Schichtwechsel oder abends nach Dienstschluss die Busse hier rangiert haben? Aber sehr genau. Die haben uns gegenüber rangiert. Es waren 30, 40 Busse auf dem großen Platz, wo heute der Marktplatz ist. Eine ungeheure Lebendigkeit. Man ging um 5:30 zum Bus, um nach Hause zu kommen. Ein grandioser Erfolg im Vergleich zu den 20, 30 Jahren davor, wo man abends noch zu Fuß nach Erfweil oder Schwanheim laufen musste. Man konnte in den Bus fahren und wir Kinder zählten die Busse. Gleichzeitig störten uns die Busse. Wir spielten nämlich auf dem anderen Platz Fußball und immer wenn ein Bus vorbeikam, musste einer den Ball in die Hand nehmen, weil wir nicht Angst um unser Leben hatten, sondern Angst um den Ball. Der ein ganz wichtiges Utensil damals war. Ganz selten und ganz schwer zu bekommen. Und ich weiß noch, ich hatte mir von meinen Paten einen Fußball gewünscht, nicht sehnlicher, und ich bekam ein Gesangbuch. Das war die Traurigkeit der Kindheit schlechthin. Ja. Ihr Vater war auch in der Schuhbranche tätig. Der war nämlich Vertreter für Schuhklebstoffe und Schuhmaterialien. Es hieß, er war auch ein sehr ehrgeiziger und sehr fleißiger Mann. Wie hat der Beruf Ihres Vaters auch das private Leben zu Hause geprägt? Er war ein außerordentlich fleißiger Mann und hat natürlich die Familie mit eingespannt. Er hat es fertiggebracht, 4 Kinder auf die höhere Schule, so hat man damals gesagt, zu schicken und uns studieren zu lassen. Eine ungewöhnliche Leistung, wofür ich heute sehr dankbar bin. Dass wir mitgeholfen haben als Kinder, was selbstverständlich ist, passierte, dass wir beim Fußballspielen waren und eine Schwester kam oder ein älterer Bruder und sagte, wir müssen jetzt den Klebstoff mit dem Ziehwagen nach Wilgertswiesen zur Remonte bringen. Wir wussten, damit ist Fußball vorbei, aber 25 Kilo, das bringen wir dahin. Insoweit habe ich eine Erinnerung. Ja, der Vater hatte einen Plan, hatte eine Vorstellung, aber der Plan, die Vorstellung wäre ohne die Familie nicht aufgegangen. Wir waren, wie selbstverständlich, ohne dass wir auch uns
nur eine Sekunde geleistet haben, darüber nachzudenken, waren wir eingebunden und haben mitgeholfen. Ich kann mich allerdings auch erinnern, dass ich da fast irgendwann mal ums Leben gekommen wäre, wenn man dann die in dem Leiterwagen die Schuhe ausgefahren hat. Mhm. Und dann nach Hause zu fahren, da gab es ja einen Hauenstein, gibt es gute Straßen, wo man sich vorn hinsetzen kann und da rollt der Wagen. Und da bin ich bei Kaisersöhne einfach runtergefahren. Es gab damals noch nicht viele Autos und die Erwartung, es kommt kein Auto, sondern unten kommt kein Auto. Und es kommt unten in der Stelle, wo ich raus war, an dem Moment ein Auto, das gerade noch bremsen konnte. So bin ich noch am Leben. Gott sei Dank. Sie sind ein richtiger Häschner, aber so Sie bekleiden auch ein Spitzenamt in einem der größten Medienkonzerne Deutschlands. Der Weg dahin, den mussten Sie sich zum Teil aber auch selbst erarbeiten. Sie haben in den Ferien, sowohl in den Schul- als auch in den Semesterferien, haben Sie in Schuhfabriken auch gearbeitet für Ihr Geld. Ja, also vielleicht ist das im Nachhinein ein Geheimnis meines Weges, dass ich mir was erarbeiten musste, dass mir nichts irgendwo gesteckt wurde, sondern jede einzelne Stelle des Studiums, die ich mitverdienen musste, jede einzelne Stelle des nächsten Schrittes im Beruf war, wie selbstverständlich, zu erobern, zu erkämpfen. Und daraus ergibt sich eine gewisse Härte, eine gewisse Disziplin, wenn Sie wollen, auch eine gewisse Askese, um was zu erreichen. Ja, das war interessant. Die Schuhfabrik war nicht unbedingt der gesuchteste Platz, aber der sicherste Platz, denn auch schon damals waren die Löhne und Tarife in der Schuhindustrie eher niedrig. Ein Glücksfall brachte es mit sich, als der Besitzer der Schuhfabrik mich irgendwann mal länger beobachtet hat und gesagt hat, wahrscheinlich hast du nicht in deiner Hand so die größte Qualität, aber ich habe drüben 4 Kinder, die ihre Hausaufgaben nicht hinkriegen. Könnten wir über Folgendes reden, dass du zwar in der Schuhfabrik arbeitest, aber die Hausaufgaben in der Nachmittagszeit beaufsichtigst. Und so ergab sich eine interessante Mischung aus Einblick in die Schuhfabrik und Einblick in das Leben von Menschen. Auch eine sehr schöne Kombination, kann ich mir vorstellen. Altgriechisch wurde damals doch gelernt. Oh, okay, da bin ich wenig bewandert. Da kann ich nicht wirklich war meine Stärke. aber abgesehen von der Nachhilfe, nenne ich es mal, was haben Sie sonst noch so machen müssen in den Schuhfabriken? Ich hatte mir immer, weil ich den Weg suchte, um vielleicht mitzudenken als den Vertrieb und das, was man heute ein bisschen Marketing nennen würde. Also ich war im Lager, eine zentrale Stelle einer jeder Schuhfabrik, aber damals noch nicht logistisch in der Weise schon durchklügelt. Was machen wir, wohin gehen wir, wie kriegen wir den besten Kontakt zu unseren Schuhhäusern, da habe ich mich eingefunden, also das hieß auch mal 40 Paar Schuhe in der Hand zu jonglieren, um auf den Platz zu stellen, wo am nächsten Abend die Post abgeht nach, Radolfzell, Schuhhaus Radolfzell, bekannte Adresse gleichzeitig überlegt, wie können wir mit diesem Schuhhausbesitzer in eine bessere Kommunikation treten für den Fall, dass es Probleme gibt, dass es Retros gibt, dass es Reparaturnotwendigkeiten gibt. All die Dinge, die ein bisschen schon mit dem zu tun hatten, was auch meinem späteren Leben den Stempel aufgegeben hat. Marketing, Überlegungen, wie kann man besser kommunizieren. Das war damals so etwas wie unterbewusst meine Stärke. Sie sind in Speyer und in Dahn ans Gymnasium gegangen und später dann haben Sie studiert. Wo haben Sie studiert und was? Also ich bin in Speyer in ein Internat gegangen, weil es mit den 6 Kindern auch ein bisschen eng wurde. Musste dann im letzten Jahr, weil ich eine relativ schwere Krankheit hatte, wo ich Diät leben musste, salzlos leben musste, nicht mehr im Internat bleiben konnte, bin dann nach Dahn gegangen, habe dort mein Abitur gemacht, hat Spannungen insoweit, als man im letzten Jahr von seiner Klasse weg muss, aber auch den Zugewinn, dass man praktisch 2 Klassen heute hat, mit denen man Abitur feiert. Sich treffen kann. Ja, das ist ein Zugewinn. Und dann bin ich erst nach München gegangen, habe dort Politik, Geschichte, Publizistik und Religion studiert und bin dann nach Lyon gegangen, nach Frankreich. Das liegt nahe, auch in einer Familie, die sehr frankophil ist. Bin von dort nach Paris gegangen und dann
vermeintlich ruhig in Mainz Examen zu machen. In Mainz hatte ich aber schon während des Studiums die Möglichkeit, mit 22 dann Filme zu machen und die Lust am Fernsehen als die eigentliche Lust am Leben zu verstehen. Und soweit hat sich der Bogen dort gut geschlossen. Also Sie haben schon während dem Studium auch sich in Richtung der Medien orientiert. Wie ging es nach dem Studium weiter? Vielleicht muss ich da noch einen Bogen zurück. Also während des Studiums hatte ich, das ist heute für junge Studenten fast nicht nachvollziehbar, hatte ich schon die Möglichkeit, parallel zum Studium zu arbeiten. Und zwar so, dass ich morgens am 14. Juni 1974 Staatsexamen geschrieben habe. Am Abend hat mich die Heute-Sendung nach Genf geschickt, um mit Domhelder Kamara ein Interview zu machen. Also die Parallelität war gewissermaßen damals üblich. Das war 1974, das ist schon lange her. Und so dass der Tag danach gewissermaßen auch nur eine Fortsetzung dessen war, was davor war. Ich hatte jetzt einen Stempel, ein Testat, du hast dein Staatsexamen. Aber das, was man im Fernsehen brauchte, nämlich du kannst etwas umsetzen, so wie wir es brauchen, das hatte ich vorher schon. Das war sowieso schon gegeben. Insoweit war Mainz, die strategische Überlegung nach Mainz zum Studium zu gehen, ein Glücksfall. Ich hatte dort den Südwestrundfunk, ich hatte das ZDF und ich konnte gleichzeitig in einer gewissen Konsequenz auch das Examen machen. Sie sind der erste Mann auf dem Lerchenberg, sage ich mal. Also unter Ihnen liegt das ganze ZDF. Klingt unheimlich spannend, aber es klingt auch nach einem Job, der nicht immer sehr spaßig ist. Also Sie haben auch unheimlich viel Verantwortung und ich glaube, es ist ein unheimlicher Drahtseilakt, das immer so hinzubekommen. Wie macht man das? Aber das ist auch das Spannende an so einem Job. Das ist sicher einer der 100 interessantesten Jobs dieser Republik, der genau in dieser Balance zwischen Verantwortung und Ausleben können dessen, was Sie schon immer mitteilen wollte, seine eigene Spannung hat. Dazu gehört, dass man viel Erfahrung mitbringt über das, was Gegenstand dieses Unternehmens ist, nämlich Fernsehen zu machen in einer sich digitalisierenden Welt, also zu wissen, was kommt neu auf uns zu. Das ist irgendwann mal so meine eigene Spezifität geworden, dass ich sage, wir müssen stärker den Blick nach vorne bringen. Aber vorher geht es natürlich darum, das ist ein Unternehmen mit 10.000 Leuten, einen Ton zu finden, eine Motivationskultur im Haus aufzurichten. Und insgesamt nach außen die Medienpolitik so zu gestalten, dass wir die Grundlagen und die Möglichkeit bekommen, das zu tun, von dem wir glauben, und das ist das Privileg, dass es gut ist für die Gesellschaft und gut für die Zuschauer. Also, wenn Sie so wollen, man ist gleichzeitig Zirkusdirektor für die Unterhaltung, man ist Manager für Sportrechte, also ich habe zum Schluss die Champions League verhandelt, man ist Medienpolitiker, der mit dem Ministerpräsidenten im fast täglichen Telefonat auszuloten versucht, wo ist die Freiheit. Man ist Wettbewerber mit ProSieben, Sat.1 und RTL, um das Profil zu schärfen und deshalb im täglichen Gespräch mit den Machern zu gucken, was ist das, was uns von anderen unterscheidet. Und das ist jetzt nur ein Teil. Ich glaube, es gibt wenige Jobs in der Republik, die eine solche Spielfläche, eine Bandbreite haben, wie ein solcher Job, der allerdings auch fordert. Das kann ich mir deutlich vorstellen. Warum haben Sie sich dann aber dazu entschlossen, weil im Juni, glaube ich, nächsten Jahr läuft Ihre Amtszeit aus und Sie wollen sich auch nicht mehr zur Wahl stellen, obwohl Sie 2005 mit einem bis dahin nie dagewesenen Ergebnis wiedergewählt wurden? Deshalb, nein. Ich bin dann 10 Jahre im Amt und ich habe persönlich die Vorstellung, diese 10 Jahre sind genau die Zeit, wo man Ziele setzt, Ziele erreicht, wo man Nachfolge aufbaut und wo man sagen kann, zu einer guten Bilanz gehört auch ein guter Abgang. Das wollte ich mir gönnen. Es war auch inhaltlich jetzt ein Zeitpunkt, die eben von mir beschriebene Digitalisierung kommt jetzt an eine ganz neue, qualitativ neue Weichenstellung. Wenn man die richtig umsetzen will, braucht man nochmal 10 Jahre. Mhm. Und nochmal 10 Jahre, das wäre des Guten zu viel. Deshalb bin ich der Meinung, 10 Jahre ist eine gute Zeit. Der amerikanische Präsident, um jetzt mal ein sehr hochgreifendes Beispiel zu nehmen, ist aus guten Gründen auch nur 10 Jahre. Wahlämter, das gebe ich vielen zu bedenken, Wahlämter sollen zeitlich begrenzt sein und man soll nicht
der Versuchung erlegen, wenn man das 10 Jahre gut gemacht hat, dass es auch 5 Jahre weitergeht. Ich glaube, ich habe da einen richtigen Zeitpunkt gefunden, um zu sagen, es geht weiter, das Haus ist bestellt, meine Ziele sind erreicht, jetzt müssen neue Ziele definiert werden. Und das soll ein Nachfolger machen, damit der mit der ganzen Kraft dessen, der neu kommt, auch hinter den neuen Zielen steht. Sie haben trotz Ihres beruflichen Erfolges, der nicht gerade klein zu reden ist, haben Sie immer noch viele Rituale, die Sie mit Ihrer Heimat, mit Ihrer Familie, die hier in Hauenstein lebt, verbindet. Traditionelle Silvesterfeste, Krummbeerbrote, traditionelle. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt da eine sehr amüsante Anekdote von Silvester 2000, als Sie anscheinend öfter nach Mainz und Hauenstein gefahren sind in einer Nacht. Ich war damals, 2000 war ich Programmdirektor, zuständig also für das Funktionieren des Programms. 2000 war die schwierige Umstellung, packen die Computer aus 1999 die Zahl 2000 mit 3 Nullen auch umzustellen. Ja. Es gab eine Schule, die sagte, es wird einen riesen Crash geben. Ja. Nichts mehr wird gehen und da wir schon damals ziemlich digitalisiert waren, gab es eine Vorstellung, um Mitternacht beginnt die Katastrophe. Insoweit fühlte ich mich verpflichtet, dort zu sein. Gleichzeitig gibt es die Tradition, die Sie eben erwähnt haben, an Silvester feiern die Geschwister miteinander und da bin ich dabei. Und da in dieser besonderen Silvesternacht von einem Jahrtausend zum anderen, ich mir ausgerechnet habe, dass wenig Leute auf der Straße sind, habe ich in einer Rekordzeit den Weg von Hauenstein zum ZDF gepackt, um dann festzustellen, die Angst war so überflüssig. Es hat alles selbstverständlich geklappt, um dann wieder schnell nach Hause zu fahren. Ich glaube, es gibt niemanden, der je schneller als ich in dieser Nacht über die Autobahn von Mainz bis zur Nachspeise beim Silvesteressen der Geschwister wiedergekommen. Respekt. Ich habe heute noch das Gefühl, oh Gott, es hätte das eine oder andere passieren können. Ja. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja. Ich weiß auch, dass Sie sich immer noch sehr für die Ereignisse, die hier in Hauenstein stattfinden, interessieren und sich auch regelmäßig informieren. Sind Sie Ihrem Lieblingsverein SC Hauenstein treu geblieben oder haben Sie gewechselt? Was für eine Frage. Selbstverständlich gucke ich am Sonntagabend oder wenn die Spiele sind, wo wir stehen und dass wir im Moment im vorderen Drittel stehen, gegenüber Vereinen, die deutlich mehr an Hinterland und auch an Kapital haben, macht mich stolz. Was nicht ausschließt, dass ich auch noch anderen Vereinen eine gewisse Loyalität entgegenbringen, aber Hauenstein, SC Hauenstein, wo ich auch mal kurz das Trikot getragen habe, der B-Jugend, das ist schon mein Verein. Dem bleiben Sie auch weiterhin treu. Ein Leben lang. Okay, wir wollen noch mal kurz auf die Medien, allerdings mehr auf die Lokalmedien kommen. Mhm. Der offene Kanal hatte ja einen seiner ersten Standorte hier in Hauenstein. Wie beurteilen Sie auch mit einer professionelleren Sicht der Dinge die realistische Zukunft eines solchen Senders? Also ich glaube schon, dass das eine richtige Entscheidung war, ein Netz von solchen Lokalinseln des qualitativen Journalismus und der Berichterstattung aufzubauen. Jetzt ist das hier bei uns nicht so der Fall, aber ich kenne viele Regionen in Deutschland, wo es kaum noch Zeitungen gibt, wo es kaum noch oder ganz schwierige Zeitungssituationen und wo die Reflexion auf der lokalen oder auf der regionalen Ebene über die Themen, die die Menschen interessieren, kaum noch stattfinden. Und insoweit halte ich das im Zeitalter der digitalen Welt, wo Kameras nicht mehr so unendlich teuer und Frequenzen für den eigenen Bereich auch nicht mehr so unheimlich schwierig sind, halte ich das für eine ja doch selbstverständlich gewordene Eroberung der regionalen Gegend durch einen Journalismus, der sich durch sich selbst qualifiziert. Wir sind ja hier heute in den Räumen des Deutschen Schuhmuseums, eine Einrichtung, die es so nirgendwo mehr gibt. Was hat Ihrer Meinung nach dieses Schuhmuseum auch für Hauenstein, für den Schuhstandort Hauenstein getan? Also ich halte es für eine der tragenden Institutionen kultureller und regionaler Art. Hier ist etwas passiert, was man damals, als man es in diesem schönen
Bauhausstil gegründet hat, nicht für möglich gehalten hat, dass die Möglichkeit, eigene Geschichte zu zeigen und damit eine Kulturgeschichte der Region zu erzählen, so plastisch zu machen, so wie die Bilder hinter uns mit den Schuhen uns jedes Mal auch eine Geschichte erzählen, die Schuhe von aus der Ludwig-Erhard-Zeit, dass dies gelingt, dass man mit der Identifikationsmöglichkeit der Hauensteiner mit ihren Schuhen, dem Leder, mit dem, was handwerklich konkret zu tun hat, eine touristische Attraktion für Menschen von weit über die regionalen Grenzen hinaus attraktiv zu machen, die ihrerseits bereichert rauszugehen. Ich habe viele Menschen, die mir erzählen, wenn sie wissen, woher ich komme, die sagen, ich bin besser rausgegangen, als ich reingegangen bin. Das ist so für mich so das Qualitätskriterium. Das heißt, ich habe mich unterhalten gefühlt und gleichzeitig was gelernt. Mhm. Und ich weiß von vielen Museumsdirektoren, dass hier, ohne dass man das so ganz groß entsprechend vorbereitet hätte, ein museumsdidaktisches Konzept und ein museumskulturelles Konzept entwickelt wurde, was für viele vorbildlich ist. Schuhmuseum Hauenstein in diesem besonderen Bau ist weit über die Grenzen, weit auch über den Gegenstand der Schuhe in Kulturdeutschland ein Begriff. Ein weiteres Highlight hier in diesem Schuhmuseum ist ja auch die Ausstellung der prominenten Schuhe. Und Sie in Ihrer Position als Intendant haben natürlich viele Prominente kennengelernt und da auch zu vielen prominenten Schuhen dem Schuhmuseum hier verholfen. Ich weiß allerdings von Ihrem Bruder, er hätte auch unheimlich gerne noch ein paar Schuhe vom Papst. Haben Sie da auch Beziehungen? Können Sie da auch was machen? Ich habe ihn sogar jetzt in Freiburg angesprochen. Der Südwestfunk-Intendant und ich hatten zu unserer Freude kurz vor seinem Abreisen eine Audienz. Und wir kennen uns aus früheren Zeiten. Der Papst hatte mal in einem Buch, das ich herausgegeben hatte, als er noch Kardinal war, mitgeschrieben und sagte, wie geht's euch? Ich habe noch was von Ihnen zu gut. Da sagte er, aber nicht heute. Ich habe gesagt, ich will die Roten. Sagte er, das wollen viele. Also der Papst kommt immer mit so ganz handgemachten roten Schuhen unter seiner weißen Soutane. Das Kapitel ist noch nicht beschlossen. Ich habe aber auch Verständnis, wenn ein Papst sagt, das muss man sehr genau bedenken. Aber Sie glauben, es gibt noch Hoffnung? Die Hoffnung stirbt, auch im Schuhmuseum zuletzt. Sehr schön. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Ihre Amtszeit als Intendant endet nächstes Jahr. Wie sehen Ihre Pläne dann aus? Wollen Sie wirklich in den Ruhestand gehen oder vielleicht einen Ruhesitz hier in Hauenstein wieder? Also ich werde deutlich häufiger wieder hier sein. Ist auch ein Grund, einfach zu sagen, jetzt gehe ich nicht mehr in das Hamsterrad der täglichen Pflicht, sondern meine Geschwister machen jeden Mittwoch einen Spaziergang, ab und zu selbst dabei zu sein, wann immer es geht. Aber ich werde in Mainz bleiben und sehr eng mit Mainzer Aktivitäten. Ich bin auch für die nächsten 4 Jahre Vorsitzender, Präsident des Arte-Gremiums. Ich bin noch für das deutsche Fernsehen in Genf bei der EBU. Das ist die internationale Organisation, die für das europäische Fernsehen spricht. Und habe auch eigene Pläne, die ich jetzt heute noch nicht ganz so präsentieren möchte. Okay. Herr Schächter, bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, habe ich eine Frage, die nicht nur mir, glaube ich, unter den Nägeln brennt, sondern dem ganzen Land. Eine Frage, auf die jeder sich endlich eine Antwort erhofft. Verraten Sie uns bitte, wer die Nachfolge von Thomas Gottschalk antritt. Oh, ja, nach dem 3. Dezember, so haben wir es immer gesagt, und so werde ich es selbst hier in meinem geliebten Hauenstein nicht anders machen können. Nach dem 3. Dezember sind wir soweit, wir haben klare Vorstellungen, klare Gespräche, aber eine Kommunikation darüber, wer wird Nachfolger von Gottschalk, solange Gottschalk noch 2 Sendungen macht, ist aus unserer Sicht nicht so gut. Okay. Und soweit bitte ich um Nachsicht, selbst in Hauenstein. Auch wenn es mir schwerfällt, ich werde das akzeptieren. Da ich auch weiß, dass Sie morgen Geburtstag haben, werde ich Ihnen noch nicht gratulieren, sondern ich werde Ihnen im Voraus nur alles Gute wünschen und Ihnen einen schönen Geburtstag wünschen. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Sie haben wirklich gute Informanten. Die ich natürlich nicht preisgeben werde. Und ich bedanke mich für das Gespräch, das für mich eine Premiere ist, in Umgebung der Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin, über das zu berichten, wohin ich gegangen bin. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und auch Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald.